Hallo Leute, ja, wir sind hier immer noch in der Hütte. Ich bin nicht zurückgelaufen. Ich habe gedacht, wir gucken erstmal, was wir hier überhaupt wegschmeißen können. Zum Beispiel die Steine brauchen wir nicht. Den Harz brauchen wir nicht. Die Bernsteine können wir behalten. Die Erdbeeren hatten wir gesammelt. Die Fackel können wir gleich aufbrauchen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Holz brauchen wir auch nicht. Da haben wir auch genug von da. Das Fleisch kann auch weg. Eigentlich haben wir hier nur Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen, ne? Können jetzt mal überlegen, ob wir die Fackel. Ach komm, die Fackel tauschen wir gleich aus und schmeißen die dann auch weg. So, dann haben wir nämlich wieder Platz. Vielleicht, ja, machen wir erstmal so. Und dann schauen wir mal weiter, ne? So, gehen wir auf Entdeckungstour. Logo und dann geht's los. So, dann mache ich hier raus und wir gehen da weiter. Was war das denn hier? Ja, ne? Wo geht's dahin? Aber wir gehen erst hier lang. Beste wäre natürlich, wir hätten ein Bett gehabt, wo wir schlafen können. Ne? Wie sieht's mit Essen aus? Haben wir noch? Ist hier noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen erstmal die Küste weiter lang. Ein dicker, fetter Baum. Ist das was Besonderes, der Baum? Eine Eiche. Und wo ist hier? Hier ist doch ein Skelett, oder? Das hört sich auf jeden Fall so an. Die umnieten. Weiß nicht, habe ich schon mal eine Eiche gefällt? Ich glaube nicht, oder? Ein Buchen und sowas, das haben wir, aber eine Eiche glaube nicht, oder? Ist das was Besonderes, das Eichenholz? Oder ist es normales Holz? Auf jeden Fall muss man lange darauf rumhauen, ne? Hey, wo höre ich ein Skelett? Ah, nee, ist ein Wildschwein. Das brauche ich jetzt nicht, das Wildschwein. Wo ist denn hier ein Skelett? Hörst doch eigentlich, oder? Jetzt mal gerade gucken, was das jetzt für Holz war. Edelholz und normales Holz. Ist hier eine Gruft oder so? Nein, kann nicht. Ist ja falsch hier. Hier ist schon irgendwie so eine Stätte. Na, laufen wir erstmal weiter. Richtung ist schon mal richtig. Vielleicht kommt da jetzt gleich hier auch das Skelett irgendwo um die Ecke. Obwohl ich sehe es nicht. Ah, wir sind am Südzipfel. Da unten ist Wasser. Und da ist auch noch so ein Gräuling. So, das ist zu dem Thema. Hier sieht es jetzt nicht aus, als ob wir irgendwo weiterkommen. Der kommt so weiter. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier lang.
Ist ein bisschen doof, dass es dunkel ist, ne? Na, warte mal, hier geht es noch ein bisschen nach da. Aber hier ist schon das Wasser, oder? Warte. Da ist er. Hier noch ein. Wo ist er? Ah, jetzt kommt auch noch schäbiges Wetter auf. Da ist er. Hat er was Besonderes? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich höre noch einen. Ah, da sind ganz viele, oder? Auf jeden Fall waren es zwei. Hier ist auch gleich schon wieder so ein düster Wald, ne? Hier ist aber das Wasser, oder? Es ist schäbig mit Laufen jetzt bei dem Wetter. Ist das hier? Diese steile Küste, ne? Und da ist das Wasser, ja. Jetzt ist gerade wieder ganz friedlich das Wasser geworden, ne? Auch krass. Hier ist doch so eine Stätte, oder? Wo sind sie? Da. Ah, da ist auch einer. Ist das eine Stätte oder ist es keine? Hier kann man auf jeden Fall wieder wie immer lesen, ne? Ich glaube, das ist eine ganz normale Meldung. Aber da ist noch einer von den. Bevor der seinen Dingens macht, muss ich den haben. Ich höre da schon wieder einen. Na, da unten ist er. Den haben wir auch erledigt. Ah, hier ist die Stelle, wo die wegkamen, glaube ich, oder? Oh, ich habe schon wieder nichts zu essen, wer ich hält. Da müssen wir mal schnell was machen. Ey. Ausdauer und was ist das hier? Nochmal. Das war jetzt nicht so dolle. Ich glaube, wir warten hier mal gerade einen Moment, bis wir so ein bisschen regeneriert haben. Ne? Ist da eine Kiste vielleicht drin? Ja. Kriegen wir das mit? Ja, kriegen wir mit, dann nehmen wir das mit. 40 ist ein bisschen knapp, ne? Da läuft noch ein Reh lang. Ich hab doch schon wieder einen gehört, so ein Shit. Wo ist er? Ist hier jemand? Ah, da ist er. So, wir gehen hier weiter. An der Küste lang. Sind wir aus dem Düsterwald raus, das heißt, hier sind nur einfache Gegner wieder, oder? So olle Nixen, die brauche ich jetzt hier noch. Da ist das offene Meer, da sind lauter Nixen. Okay, da ist ein Wildschwein, das will ich auch gerade nicht noch haben. Oh. Zwei Rehe.
Kriege ich einen davon wenigstens, ne, ne? Wohl nicht. Aber irgendwie ist das hier das Gelände, ne? Da links war ich schon mal. Oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Lass uns gerade hier runterlaufen. Ja, hier ist die Küste. Ja, wo hier sind wir dann auch rübergekommen, ne? Kaputt, ja. Ja, das bedeutet, wir sind einmal hier rum, ne? Bedeutet das. Aber da müssten wir noch mal gucken, im Kern ist ja noch ein bisschen was zu schauen, oder? Hier ist bestimmt eine Kiste drin, oder? Ja. Fackel bräunig ich. Und hier ist ein Bienenstock drin. Oder? Ja. Kriege ich den kaputt? Wie war das noch? Pfeil und Bogen. Und war's das? Aber ich habe keine Biene gekriegt. Das ist schlecht. Ah, ich glaube, jetzt habe ich sie, ne? Ja, Bienenkönigin, super. Wir wollten noch ins Inland ein bisschen. Weil da ist ja noch eine große graue Fläche. Nochmal gerade wieder auf Axt, weil die Pfeile sind doch sehr kostbar. So, hier geht es noch weiter rein. Da ist noch ein Haus. Komme ich aber nicht rein. Dann müssen wir die Tür aufmachen wahrscheinlich. Dann kommen wir da auch rein. Ah. Aber hier ist noch nicht mal was. Allerdings ist hier trocken. Und da kommt jemand, der möchte gerade einen auf die Mütze haben. Okay. Wir haben Unterkunft, hier wird es trocken. Können wir hier ein Bett bauen? Ach, es bringt alles nichts. Komm, Regen ist. Da lang. Hier noch ein bisschen was befreien. Vom Kriegsnebel sozusagen. Das ist hier kein Kupfer. Ich höre doch schon wieder einen, oder? Da ist er. Aber hier ist Kupfer. Kurz gucken, dass hier keiner guckt. Karte. Einzoomen. Kupfer. Gut. Dann gehen wir in die Richtung weiter, oder? Was ist das für eine Blume? Karottensamen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn es geht. Habe ich die eingesammelt? Warte, die liegen da noch. Ja. Da
dann müssen wir uns von dem Holz trennen. Jetzt haben wir die Karottensamen. So, wir müssen noch weiter nach links aufdecken. Okay, jetzt sind wir wieder im Düsterwald. Hier ist der Düsterwald wieder zu Ende. Und hier, was ist das? Viereckiger Stein, sehr interessant. Okay, da oben ist ein altes Gemäuer drauf. Wer ist da? So, jetzt müssen wir erst wieder gucken, dass wir zu Kräften kommen, weil wir es wieder geschickt geschafft haben. Hier ist aber nichts. Das heißt, wir gehen noch ein Stück nach da. Hier haben wir dann aufgedeckt, dann gehen wir in die Richtung. Hier gibt es auch nichts. Ja, ich glaube, dann sind wir schon durch, ne? So ein bisschen hier noch. Ja, und dann geht es noch da. Da haben wir schon mal Kupfer entdeckt gehabt, ne? Noch wer? Glaube nicht, ne? Die Richtung weiter. So, hier rechts ist das Kupfer. Nach Norden können wir noch weiter. Aber hier geht es jetzt runter. Lass mal Karte gucken. Ne, hier waren wir noch nicht. Also hier unten rum sind wir ja schon gewesen dann, ne? Das heißt, hier muss noch mehr sein. Sind wir nicht am Wasser am Rand lang gegangen auf dem Hinweg? War das nicht so? Kann natürlich auch sein, dass wir quer durchgegangen sind, das weiß ich nicht mehr. Sammeln wir gerade wieder Energie. Was ist 10 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, okay. Aber jetzt höre ich schon das Wasser. Das heißt, wir sind durch. Okay, dann lass uns hier noch weitergehen. Okay. Können wir jetzt umdrehen wieder. Das sind noch zwei Pilze, die nehmen wir noch mal gerade mit. Gut, das bedeutet, wir müssen hier lang wieder zurück. War hier gerade einer? Ja, ein Schwein. Ein Reh.
Da gucken wir mal, was wir mitnehmen können von dem Reh, ne? Geht da was? Die Steine mal weg. Genau, das Fell, das will ich haben. Das ist gut. Das Fleisch, das brauche ich nicht unbedingt, aber das Fell. So, das heißt, hier geht's lang. Da ist so eine Nixe. Das sind sogar mehrere Nixen. Ich habe gerade keine Lust drauf auf Nixen. Die Donner nass geworden, ne? Aber keine Tropfen da oben. Okay, dann geht's. Doch einer, ne? Und ich meine, ein Skelett hätte ich jetzt gerade auch gehört, oder? Da ist auf jeden Fall ein Reh. Beziehungsweise ein Hirsch ist es, ne? Keine Energie gehabt, dann kann ich das nicht mehr kriegen. Shit. Jetzt, ich habe gedrückt, aber leider habe ich keine Energie. Jetzt ist es weg. Aber da war noch eine Hütte und ich hörte Bienen. Kann das sein? Ja. So, 6. Da drin liegt sie nicht, da muss sie hier hinter sein, oder? Ja. Denn das war Honig. Hab ich die Biene auch? Ja, ich habe die Biene auch. Kann man die stacken? Ja, die kann man bis 20 stacken. Das ist cool. Okay, ich würde sagen, wir machen aber hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, können wir auch mitnehmen.